Berlin-Marathon Inline-Skating 2019. Mein Name ist Sebastian Baumgartner und ich begleite euch heute hier live aus dem Container hier in Berlin. Und die Bilder zeigen ein verheerendes Bild. Wir haben ja gerade gesehen die Helikopteraufnahmen und hier direkt das Publikum, was sich hier abwettert mit Regenschirmen vor dem Schauer, der hier gerade über Berlin hineinbringt. Neben mir begrüße ich meinen Co-Kommentator Mark Horsten, kommt aus den Niederlanden, ist Experte, ehemaliger World Champion, mehrfacher National Champion, ist zweimal in Berlin dabei gewesen und ja, bei ihm gibt es Gänsehaut im Augenblick, wenn er diese Bilder sieht und er fragt sich, was macht es mit dir, Mark, wenn du das Ganze siehst? Ich höre dich gut. Yeah, you hear me perfect? Yeah. I don't hear you. Maybe. What did I do wrong? Ja, wir sind hier noch gerade in der Abstimmung mit. Now it's better. Ja, mit dem Ton. So, Mark ist da und wir sehen hier, die Menschen sitzen im Moment noch in den Toilettenhäuschen, um sich abzuwettern. Sie haben planen Rettungsdecken über sich ausgebreitet. Der Regen, der meint es nur wirklich nicht gut mit den ganzen Sportlerinnen und Sportlern, die hier in Berlin eingetroffen sind. Es sind über 5081 Sportlerinnen und Sportler aus 69 Nationen, die den Weg zu uns gefunden haben. So I would like also to welcome all our foreign friends from abroad who are watching the race here in Berlin. We are sorry to send out these pictures here, but that's reality right now. So it was supposed to have sunshine also, but now rain is there. And now we see in the helicopter pictures here from Berlin above, and it's pouring down. And you see, that's the edge of the cloud right now. The sun is right behind, so it will be a tough race today between sunshine and rain. So, Mark, when you see these pictures here, what is going in your mind? First of all, Sebastian, thank you for the invitation. Yeah, what's going in my mind? The first thing is there is no Berlin Marathon inline record this year, so it would be not 56 minutes or faster like Bart did a few years ago. So the space would be much slower and the wheels will be black, the Black Magic wheels because of the rain, the soft wheels. So, wir sehen hier, die Leute suchen sich alle Möglichkeiten, um sich hier vor dem Regen. Und es ist nicht nur Regen, meine Damen und Herren, der hier runterkommt, sondern auch der Hagel. Wir hören es hier in dem Übertragungswagen. Es poltert richtig auf das Dach. Also ich möchte gerade nicht da draußen sein in diesem Wetter. Wow. So Mark, I mean, this is nailing down right now. Check out these people. It's really terrible. Last week there was a big race in Paris, also 3,000 skaters. This one, the Berlin Marathon, with 5,000, even more than 5,000 skaters, but it's really, really sad that it will be this weather this year. Ja, meine Damen und Herren, das Ganze sieht gerade nicht so fröhlich aus. Aber schauen wir noch mal etwas näher hinein. Hier sind sie angeregt und unterhalten sich angeregt. Doch einige lachen auch hier. Es gibt im Moment kein Zurück mehr. Die Skaterinnen stehen hier dicht an dicht. Und da vorne sehen wir die Favoritin hier im Bild, Sabine Berg. Ja, ist auch wieder am Start. Sie wird hier auch mit unter den Favoriten gehandelt. Dann habe ich Katharina Rumpus gesehen, die Vorjahressiegerin, die ebenfalls hier gerade im Bild erschien. And to be positive, some skaters really like to skate in the rain. A few years ago, Severin Whitmer won in the rain and he was like, if it's raining this year, I can be in the first group. So we will see. Some new skaters will be in the first positions because different conditions than normal. Different conditions from normal, Mark. What do you need to have to really be successful in on a race like this? First of all, you need to be really strong because every push needs to be correct. The wheels are softer, so it will be even harder for your legs to make the 42K. So, wir sehen hier, wir
Gold-Else. Sehr schön mit der Nahaufnahme hier in der Startliste der Favoriten. Bart Swings, der hier zum 7. Mal in Folge das Rennen gewinnen möchte. Nolan Bediaf, er ist ebenfalls der Franzose, ein Favorit. Der Deutsche Felix Reinen ist bestens vorbereitet. Er hat nichts anderes im Sinn, als natürlich auch hier das Rennen für sich zu gewinnen. Er ist immer nah dran. Er ist gerade frisch gebackener Europameister aus Spanien. Erwin Fernandes, auch ein Mann aus Frankreich, den man hier kennt in Berlin. Also da sind wir ganz gespannt, wie sich das entwickelt hier auf dieser nassen Fahrbahn. Bei den Damen Katharina Rumpus, inzwischen im Beruf angelangt, ist angereist, um hier ihre Vorjahressieg zu wiederholen. Sandrin Tass, ebenfalls eine Favoritin. Sabine Berg, inzwischen Mutter, aber nach wie vor unheimlich flink dabei. Das, glaube ich, wird eine ganz spannende Angelegenheit. Aber die Frage wird sein, werden die unheimlich schnell sein? I miss one name in the list of the man category, Gary Heckman. Several podiums in the last few years. I talked with him before the race, and it was like he is on training camp for ice. That's his main job. So he was really sad to not be in Berlin this year. And if I see the conditions, he would love it. Yeah, it is. Diese Kondition, die Wetterkonditionen, die sprechen halt nur wenige an, denn da geht es wahrscheinlich sehr stark um die mentale Stärke, da durchzustehen. Man braucht eine starke Psyche und eben auch den Willen und die Ausdauer, um dem Regen zu trotzen und auch der Kälte, die dann einsetzt auf der Haut. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht so leicht. No, the most difficult part is the start, because you have to wait like 10 or 20 minutes before it starts. After the start, it would be no problem at all, but you need really, really much focus. Every corner is really slippery. Every line, white line on the road is really slippery. So it's all focus, focus, focus for 1 hour and 10 minutes. Und ich sehe da einige Sportler, die sind wirklich sehr, sehr dünn gekleidet. Also wirklich kurzärmlich. Die ganzen Top-Athleten haben noch manchmal Armlänge an. Aber die meisten, wie auch hier die Katharina mit der X1 vorne links im Bild, ja, ziemlich dünn angezogen. Friert man da nicht? Yeah, but after 5 minutes, there's no problem. If the start is there, you don't think about cold, you think about skating and about the finish line. Ja, und jetzt sehen wir hier gerade im Bild Sabine Berg, die gerade vorgestellt werden. Das sind die Top-Favoritinnen, die hier kurz ins Bild eingeblendet werden. Sandrin Tass ist jetzt hier bei uns dabei. Sie ist ebenfalls hier noch mal ganz kurz genau mit dem Sieg in 2015, die Belgierin. Und da kommen wir dann zur Vorjahressiegerin, der Katharina Rumpus aus Darmstadt. I want to announce one name, that's the name of Aura Quintana Herrera. She's from Colombia. She was not on the list of the favorite skaters, but for me, she is the favorite. Ja, und hier sehen wir wieder Folien über den Köpfen der Skaterin. Aber ganz ehrlich, schaut euch das an. Sie freuen sich, sich wiederzusehen. Am Ende einer langen Saison trifft man sich hier in Berlin. Und auch wenn es regnet und auch wenn es hier wirklich pudelnass wird, eben jetzt sind wir draußen, da gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es nur noch eins dabei. So for everybody who is here at the course in Berlin, that's reality, that's the moment. Skate in the moment, that's all about. And as we see, everybody is happy seeing each other, staying close, and it's ready to go. A few seconds ago we saw Bart Swings, the big favorite of this marathon, of course, the last 6 editions he won. So we will see who try to attack Bart Swings and his team.
Und wir hören gerade, der Start verzögert sich um 5 Minuten. Hier sehen wir die Nahaufnahmen vom Regen, aber auch die Sonne kommt dadurch. Was sind das für packende Bilder, meine Damen und Herren? Seht euch das an, da stellen sich mir die Haare auf. Dabei zu sein, das ist alles, das sind Momente. Und da erinnere ich mich an den letzten Inline-Marathon im Engadin. Da waren wir im Sommer und es fing an zu schneien, meine Damen und Herren. Da sind wir im Schnee gestartet und das war ein Moment, das wird man so nie wieder erleben. Und ich glaube, dass das auch heute ganz besonders sein wird für all diejenigen, die dabei sein werden, bei diesem Wetter durch den Regen und durch die Pfützen zu skaten. Das wird man nicht mehr vergessen. For sure not. And one extra, there are thousands skaters for the first time in Berlin this inline marathon. So that's pretty special. Ja, das, das ist immer wieder das Spezielle. Wir haben immer wieder ein paar Neulinge dabei, die hier zu begünstigten Konditionen an den Start gehen dürfen oder können. Und für die wird es natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis sein. Aber wie gesagt, die Bilder zeigen hier, ne, tolle Spiegelaufnahmen hier in der Pfütze. Aber ich darf sagen, die Stimmung ist grandios. Ich bin mir sicher, dass unser Kollege, der den Start gleich mit begleiten wird, Carsten, das ganze Feld mal richtig eingrooven wird, damit sie hier wirklich mit Freude durch das Startgate geben. Den Startschuss wird jemand geben, der das Inlineskaten vor Jahren entwickelt hat. Scott Olsen, the founder of Rollerblade, he is going to do the start with his gun. So soon we will have him also in the picture probably. So he is here in Berlin for the first time and he just came over to really sneak into the atmosphere, but he was actually started 40 years ago actually, in the US. So he's also joining the marathon today. Let's have a look. 5 minutes, I mean, it's only 3 minutes to the start, and then they're gonna start the race. About the first time Pascal Piat won the first marathon in Berlin. It was in 97, I think. 1997, he won the marathon 1:07:52 with Arno Schickel and Tristan Loy. It was a time when the Salomon team came up. No, it was later on, sorry. But it was mainly driven by the French people, because they're very successful and they knew exactly how to race in the pack. So, Pascal Briand, he's also in the pack today, and if we get lucky, we have a phone connection and getting some live impression also from him. How is it out there? Yeah, Pascal Briand from France does a lot for the inline skate world. He also has GoPro on his helmet, so also after the race we can see some nice views from his GoPro on his website, Pascal Briand. So that would be nice. Schöne Aufnahmen von der Start. Mit einem wunderbaren Regenbogen, der sich hier hineinfallen lässt zur Fernsehtour mit Alex. Also, das sind Bilder, die wir so nicht mehr vergessen werden. Und wenn dann gleich die Skaterinnen und Skater losgelassen werden, die Windhunde aus der Startbox hinaus strömen, das wird eine Ladung von heute.
So, meine Damen und Herren, in einer Minute bzw. wenigen Sekunden wird der Start erfolgen. Hier gab es noch eine kleine Rückstellung. So, a couple seconds to the start. And we listen already. Hell's bells. That's the moment where everybody gets goosebumps all over his body. Das ist der Moment, auf den jeder wartet. Eine ganze Saison geht es dahin. Hier haben wir wunderbare Aufnahmen von der Helikopterperspektive. Die Damen strömen mittlerweile aus dem Startfeld. Da sehen wir, Scott Olsen hat gerade den Startschuss gegeben. Das geht jetzt hier zack, zack, zack. Und die Damen beginnen sich hier zu formieren. Ganz vorne links sehen wir Katja Ulbricht, die hier das Tempo vorgibt. Danach reihen sich die Sportlerinnen und Sportler langsam ein, versuchen sich hier einzufinden. So, the women's start is already on the go. And this is a great perspective from above to see this wonderful course right now. Beim großen Mini-Marathon 2019, der 31. Herzlich willkommen im Ziel. Damen sind hier unterwegs. Die haben etwa 2 Minuten Abstand zu den Herren, sodass das Feld sich erst einmal ein bisschen einlaufen kann. Und vor allen Dingen gilt es hier auch ein eigenes Rennen zu laufen, nicht in den Männern integriert. So the women are approaching this wonderful great roundabout. Gold Else, and we're going to see them coming from the right and entering this big roundabout in Berlin. Very left, Sandrine Tass in the lead. Behind her, Katharina Rumpus. And as we can see, oh, everybody has rain wheels already on the skates. So it will be a slow race. Huh? Yeah, like the record is a little bit below 57 minutes. So this year it will be 1 hour and a few minutes. You see the black wheels, they are pretty soft. A little bit more grip than the harder wheels in the rain. On the right, it's Felix. In the middle, this one is Nolan Bedia from France. For sure, one of the favorites. He became world champion this year on the marathon in Barcelona before in front of Bart Swings. Bart Swings from Power Slide, the strongest team in the on the field. And he's already on ice. He just came back from Salt Lake City, yeah, for 3 weeks, but he said, Berlin is special, I want to come back and I want to go for the 7th win. Also, die gute Nachricht ist, dass die Ladies, die Damen bei den Inline many world titles and also an Olympic medal on the mass start in ice skating. Der 46. BMW Berlin Marathon läuft in Sachen Inline Skating. Die Herren stehen noch an der Startlinie und warten auf den Augenblick, ihre gekocht. So I see this amazing crowd of international inline skaters who are staying here and waiting. So special, sorry Sebastian, no, but it's so special to see 5,000 skaters in one view. It's the only one in the world once a year on the most beautiful track, one lap through the city of Berlin. And also what we see here, I mean, this elite pack is bigger now again. It was smaller in the past 3 years. Now it's growing again. And here, this is the founder. Yeah, this is Scott Olsen, the founder of Rollerblade. He developed actually the inline skate 40 years ago. And he is a happy man now, because he is back at his family place. Now he was doing this, he invented actually the skate. Now he is there, boom.
die Männer rund um Bart Swings. He lives on a houseboat somewhere in Minnesota. And great guy. I met him yesterday and we had great conversations. He will skate also. The first group is started. 200 skaters. Denn Bart Swings. Und hier sehen wir wirklich, da wird gleich von Anfang an attackiert, das Tempo hochgehalten. Felix hier in seinem Team, die haben sehr klare Absprache getroffen, um von Anfang an das Rennen hart zu machen. So they trying to be very strong right from the beginning. We have Rollerblade Team, the yellow guys in the field as well. The most safe space place in the field now is in the top 20, so everyone is trying to get there. On the second position, Timothy Lubino, teammate of Bart Swings. He's from France and also one of the strongest guys of the field. Wir sehen hier, die Straßen sind noch richtig feucht, dicke Pfützen. Und das wird so schnell nicht abtrocknen. Das Wasser fliegt förmlich von den Rädern weg. Wir sehen auch hier von der Helikopterperspektive, wie sie da durch die Pfützen durch. Flüge. Das ist schon fast wie Foiling, ja, beim Admirals Cup, America's Cup, wenn die da mit ihren Katamaranen durch das Wasser flügen. So könnte man fast sagen, dass es auch hier bei den Inlineskatern zu sehen. Sehr schöne Aufnahmen hier. Das sind wirklich traumhafte Bilder, die wir eingespielt bekommen aus der Helikopterperspektive. Ja, und hier wird schon hart gearbeitet auf der rechten Seite. Bart Swings. The course in Berlin is pretty safe because the corners are not that tight. It's really nice and a smooth road. Meine Damen und Herren, wenn wir uns die Technik ansehen, hier sehr schön auch wieder von oben. Ja, da sitzt jeder Schritt sehr genau. Und beim Bart Swings wissen wir, der hat die Technik von dem Eisschnelllauf natürlich ganz akkurat seinen Skate zu platzieren. Und mit seinem Körpergewicht wirklich sauber zu arbeiten. Denn ein Schritt sehr weit nach außen würde hier ganz viel Energie wegfließen lassen. Da gilt es, über dem Skate zu stehen, direkt von oben den Abdruck zu leisten und nicht so weit nach außen hinaus. Also the second group started. Ja, da sehen wir ein bisschen mehr Ruhe. Die versuchen sich hier auch zu sortieren. Da ist eine andere Agilität zu sehen. Nicht ganz so aggressiv wie bei der Elite. Die gehen auf Nummer sicher, würde ich meinen. Aber auch dort geht es natürlich um wertvolle Platzierung. Sure, everyone is going for the best time they did in the past in Berlin. But it will be really, really hard to beat your time when it's dry. So, we will see. If you see the girls' side, so the right side, the road is going a little bit drier than at the start. So, we will see what we have in the second part of the marathon. Ja, wir sehen hier gerade bei den Männern, ja, da gibt es noch mehrere Reihen, die nebeneinander laufen. Da wird noch ein bisschen taktiert. Und man versucht hier wirklich nach vorne wegzukommen. Das wird heute ein schwieriges Rennen, um wie in der Vergangenheit auszureißen, so wie es dem Bart Swings meistens gelungen ist, um seinen Sieg zu sichern. Auch bei den Damen hier auf der rechten Seite zu sehen, da herrscht auch etwas Uneinigkeit. The world champion in second position, Nolan Bediaf. Still leading Bart Swings. On the right side, Felix Reinen. On the left, the Colombian skater, Guevante. One of the favorites, not especially in the marathon, but he is world champion on the points race. So long distances is his favorite. So we will see what he can do. This looks amazing. Check this out. These turns are so scary. I skated several times in Berlin. I think the curves, compared to all the other marathons, it's really safe. That's also one of the reasons all the records will be set in Berlin. One of the fastest courses. Felix Reine tries to attack.
Nolan Bediav will try to catch him. Das wird der Wahnsinn. Schaut euch das an. Versucht wirklich alles zu geben. Felix gibt hier richtig Druck und versucht wegzukommen. Auf dieser rutschigen Straße ist es wirklich noch einmal um einiges schwerer, überhaupt Geschwindigkeit zu halten und über und wegzulaufen. Felix Reinen makes the race pretty hard. He became European champion a few weeks ago. Ja, das Bild, ja, zwischen den Damen und den Herren sieht man sofort. Das ist eine ganz andere Stimmung bei den Damen. Die sind hier schon auch sehr schnell unterwegs, keine Frage. Aber da ist zunächst mal große Einigkeit, dass man das Rennen gemeinsam läuft. Wenig Attacken im Augenblick zu erkennen, dass hier ein Team ausreißen mag. Sabine Berg in the front. Pretty special. She had a baby, I think, 2 years ago. And she became on the podium at the Worlds in Barcelona. She became third. So that's unique. Even Fernandez in second, the winner of the Berlin Marathon 7 years ago. Even Fernandez is from France and skating for the rollerblade team. I think the second strongest team after Powerslide, the team of Bart Swings and Felix Reinen. Wir sehen hier, der Zug der Männer ist weit auseinandergerissen. Ein Zeichen für hohes Tempo, was jetzt hier noch einmal verschärft wird von dem sechsfachen Sieger des BMW Berlin Marathons Inlineskating, Bart Swings. Er zieht das Tempo hier richtig hoch, aber die Kontrahenten sind hinten dran. Hier Eoin Fernandez, der auch auf dem Eis stark ist, übernimmt jetzt den Lead. Und wenn man genau hinsieht, die Power Gales da unter dem Trikot beim Bart Swings, dass immer noch ein kleiner Energiestopp bereit ist für den finalen Sprint. Wahnsinnsbilder, das ist Energie pur. So, this is so energetic if you watch these pictures here. Seeing the elite of the main, they're really fighting hard. You see, it's one line, so it's going pretty hard. Alcoa Beats. Felix Reinen again. Werbe Funk on the left side. Werbe Funk is from the Netherlands. Gruppe Katja Ulbrich, auch sehr stark, nach wie vor eine Top-Athletin bei uns hier aus Deutschland. Hier sieht man sehr schön den Vergleich, ja, die Top-Athletin vorne hat ganz normale Wheels und dahinter Katja Ulbrich hat die Regenreifen aufgezogen, wie wir vorhin schon gehört haben von Marc. Die haben einen größeren Widerstand, etwas softer, etwas weicher, und da heißt es dann wirklich dranbleiben, denn es rollt dann nicht ganz so leicht. They are waiting for the
the end of the marathon, they think it's dry. And I think it will be pretty close. I saw the weather forecast and it can be dry in 1 hour. Hopefully. Depends also on the wind. So, hier geht's dann jetzt Richtung Bundeskanzleramt. Leichter Anstieg. Regierungsviertel, vorbei in der Schweizer Botschaft, geht es jetzt hier hinein. Wieder. Wieder auf Sendung. Da sehen wir Bart Sphinx, wie er vorne wegläuft. Hier hat er eine Situation ergriffen und nimmt alles. Sehr schwer im Augenblick hier einen Schritt vor den anderen zu setzen. Der Regen hat wieder eingesetzt. Die Straßenverhältnisse sind alles andere als günstig, um hier die ganze Kraft auf die Straße zu bringen. Kolumbianer kontrolliert das Feld. Sieht fast so aus, als hätte man sich hier abgesprochen. Aber ich denke, auch ihm fällt es hier nicht leicht zu folgen. Und hier klopft sich der Bart noch einmal auf die Brust und sagt, komm, ich schaff das. So he's really going hard. Bart is trying to keep the lead by himself.
So Mark, would you think that's the moment where he can really break away? Of course, he will try several times. I think this one make it a good chance, but he just wants a smaller group. It's the tactic he does every year. Attack, 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 till there's only one or two skaters left. And he is so strong. It's incredible what he did last year. Also, if you see the time, 42K within 1 hour. It's really, really special. Ja, sehr schöne Nahaufnahmen noch einmal hier von den Skatern im Pack, die hintereinander sind. Das sind die Damenbeine, die wir hier sehen. Bei denen ist meistens der ganze Rhythmus sehr schön hintereinander. Währenddessen bei den Männern ist da noch eine andere Dynamik zu erkennen. Ne? Also die Damen, ganz, ganz tolle Aufnahmen hier, wie sauber der Fuß aufsetzt auf der regennassen Fahrbahn. It's pretty unique that you see so many black wheels. Normally it's all white or green. And now because of the rain, everyone put the softest wheels in. And yeah, there you have the color black. So that's the reason a lot of black wheels in the moment. Oh, da ist ein Sturz passiert. Wenn mich nicht alles täuscht, war das Katharina Rumpus, die hier gestürzt war. Ja, sieht ganz danach aus. Sie versucht, den Anschluss zu halten. Sehen wir mal, ob Sandritas das erkannt hat und die Geschwindigkeit runterhält. So, we're gonna see Katharina Rumpus very far back. She just crashed a bit and Sandritas didn't realize that one of her teammates just dropped out of the pack. One of the favorites crashed. It's so slippery. So, hier nochmal wirklich in Zeitlupe sehen wir, das Gute ist an dem Regen, dass man hier wirklich rutscht auf der Fahrt. Das ist das Besondere, dass eben wahrscheinlich die Katharina sich da nicht verletzt hat. Oh, 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 oh. Da sehen wir die ersten Fliegen, meine Damen und Herren, in dieser Kurve. Haben Sie genau sehen können, wer da nicht tief genug runtergeht in die Kurve, ist verloren und rutscht dann wirklich hinein in den Bordstein. Maya de Jong, Werbefunk. Both crashed and are not able to skate anymore, so I think they don't gonna finish. It would be a pity, because also they trained pretty hard for this big event. Ja, das fühlt sich wirklich, fühlt man mit bei den Damen, die da hinten das Feld verlassen haben. Spanish team in the front. Hier auf der ganz rechten Seite fährt sich wieder weiter nach vorne in die ersten Reihen hinein. Sebastian, ist Katie Rumpus back? Ich weiß es nicht. Ich habe damals gerade das Bild der Männer angeführt durch das Rollerblade World Team. Ja, die jetzt hier wirklich mit hoher Geschwindigkeit in die Kurve hineinlaufen. Fahrwasser vom Führungsmotorrad. The team of Rollerblade with Captain Ivan Fernandez in second. Ja, Katrin Rumpus ist hier hinter dem Führungsfahrzeug, dem Zeitfahrzeug. Konnte man noch mal ihre Arme sehen, ob sie es schaffen wird, wieder hineinzukommen. Das ist ihr zu hoffen, dass sie den Anschluss wieder findet nach diesem kurzen Crash. Schiedsrichter wird noch mal hin überprüft, ob alles gut ist, aber es scheint nichts Schlimmes passiert zu sein, sodass sie es wahrscheinlich probieren wird hier in Kreis. Wir hören die Musik der Straßenbands, die für Motivation sorgen. Und was heute besonders wichtig ist, dass da eben auch ein bisschen mit Unterstützung kommt vom Straßenrand. Denn wir stehen schon gerne draußen im Regen und hilft den Sportlerinnen und Sportlern über die Strecke.
Rausberger Platz. Haben wir gerade die Einstellung. Großer Kreisverkehr. Zusammenkunft des Hauptfeldes der Männer mit den Damen. So we're going to see the crossing of the lead of men to the lead of the women. This is pretty good organized normally. The girls are not allowed to follow the men. So they will keep left and the boys will keep right. As we can see, the judges here on the motorbike even having a camera just to make sure have everything on record. Correct. Great, great footage here to see both the leading groups on the right, the men, on the left, the women. That's emotional. The men are all, again, together. So Bart Swings is not in the breakaway anymore. He's skating in the front with Ivan Fernandez next to him. Nice to watch here the right turn of the leading back. Ready for the next attempt. Looks almost like drafting behind the BMW. So he's really taking advantage of the drafting. For sure. As you can see, high speed right now. Many, many times he tries to attack. He just wants to make a really hard race of it. And that's one of his standard strategies. Make the race as hard as possible. Wir sehen hier den Linksturn. Wahnsinnig, wie die da wirklich haarscharf um die Kurve kommen, um jetzt hier wieder anzutreten über die Brücke. World Champion Nolan Bediav catching Bart Swings again. Mark, that looks really, really hard. I mean, they're really pushing all the time. There's no resting time anymore. Yes, and also the technique is a little bit different than when it's dry, because with inline skating, like all skaters know, we use the double push. It's almost not possible in the rain. Too slippery. So you see also only the outside push. And now we see Felix Reiner. He really tries to attack, to overtake his teammate Bart, but as we can see, it's almost not possible. From France, Nolan Bediav tries to break. He's very long, straight strides. Nice to see the face of Felix Reinen. He's really, really focused. Totally. Just had a little interview with him last night, and he said everything matched so well right now after his European Championship and Spain. And he said, well, his condition, he is right on the spot, relationship wise, job wise, sport wise. So it's like it matches so perfectly that he has this only wish to win once in Berlin. Of course, after he is world champion 2 years ago, European champion this year, of course Berlin is the next to do on his list. Of course, I mean, this is one of the biggest things in life, to finish first here. And I know this guy from the very beginning, as he was a kid, red colored hair, and being really he was fighting a lot because he was always by himself and competing to the other clubs. And now it seems to be he's on his peak, I would say. Hier sehen wir wieder sehr schön beide
Führungsgruppen eingeblendet. Links die Herren, rechts die Damen, die jetzt hier in einer kurzen S-Formation unterwegs sind. Aura Quintana Herrera on the lead, the girl from Colombia. Also in the front on the right side in pink, it's Bianca Rosenbaum. She crashed really hard in Barcelona at the World Marathon. She just came back, she just started training again 2 weeks ago. So it's really special that she is skating in the front now. So what's happening to this guy from the roller team? Did he crash? Did you see something? It's the Mexican guy from the rollerblade team, Paez, and I think he crashed, but we didn't check it, but normally he is in the lead. Hier sehen wir noch mal ein paar Aufnahmen von Stürzen aus dem Feld, meine Damen und Herren. Some crashes in the fields. That's Guiavante, who crashed and came back to the pack. And the good thing still is it's wet, because you don't. Yeah, we see also here. I mean, they're really touching ground, and it's so slippery. Wow. Whoa. To see that in the middle of the pack. Ja, Wahnsinnsaufnahmen, die wir hier geliefert bekommen, nochmal in Zeitlupe, um auch zu zeigen, was es heißt, bei diesem Wetter draußen zu sein. Diese Straßenverhältnisse mit den Rollen eben mitzunehmen. Wer also hier nicht sicher draufsteht, nur einen kleinen falschen Schritt macht, der ist einfach auf der Fahrbahn. Das Gute bei Regen ist, die Verletzungen sind nicht so schlimm wie bei trockenen Verhältnissen. Und da gibt es dann immer wieder die Chance, den Anschluss wieder zu gewinnen. So the good thing in rainy conditions is, it's so slippery, you don't hurt someone. And you always have a chance to get fine back into the leading pack. It's nice to see, it's really international. Colombia on the left, in the middle on the front, it's Austria. Spain on the front left, with the orange helmet, Casper de Gier from the Netherlands. France is with a few skaters over here. And also Germany with Felix Reinen on the left. And it's always also the final of the World Inline Cup stage here in Berlin. So it's always also important to keep the final points, or to get the final points for the final win, which will be also celebrated tonight at the big prize ceremony at the season's end party. Right turn. Ja, meine Damen und Herren, hier sehen wir auch noch jemanden, der rückwärts skaten unterwegs ist. Dieser gute Mann kommt aus Tallinn, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben es sofort, da muss ich noch mal ganz genau. Das ist Tonis Palme aus Estland, der schnellste Inline-Marathon rückwärts auf Inline-Skates, den er hier durchführt. Und er will natürlich den Rekord brechen. Auch hier ein Antrag beim Guinness-Buch der Rekorde. Wir sehen hier, wie souverän er unterwegs ist, einmalige Bilder, die uns hier eingespielt haben. So he is doing the world record in skating the marathon backwards. He comes from Iceland, Tonis Palme, and he's trying really to break the record in skating this 42K backwards. The first time I saw a challenge like that. Special, it's nice.
traffic jam. It looks like the current pictures up there in Canada when we have the Friday Future March with all these people in the street, but only cars. Nice to compare. Oh, das sind Bilder, meine Damen und Herren. Schaut euch das an, wie das Gemetzel dieser Skates da draußen auf der Straße abgeht. Das ist Staccato. Wahnsinn, wie die da mit den Beinen ihre Rollen antreiben. Ist das nicht ein Bild für die Götter? Das sind die Warriors hier in Berlin, meine Damen und Herren, die hier mit all ihren Kräften, die sie zusammengesammelt haben, um hier das Finale ihrer Saison zu bestreiten. Hier geht es um wichtige Plätze, hier geht es um den Sieg. Und jeder gibt alles, was er in seinen Beinen noch übrig hat nach dieser harten Saison. So let's switch back to English to our foreign friends around the world. I'm sure we're gonna have many people watching also from other countries like South America, Australia, Russian, USA. So that's great to have you here watching us in Berlin. We know it's tough to be not there part, but you're always welcome to join. Hier ein kleiner Ausrutscher nochmal bei den Führungsleuten. Alexander Bastidas hier, Roller A3. Aus Venezuela kommt der gute Mann, erwartet in wenigen Tagen seine Zwillinge. So, Alexander Bastidas, great guy. He loves salsa dancing and he is the natural guy in inline skating because he knows exactly the movement and he is expecting his twins next day. Sebastian, he is leading the German Blade Challenge overall ranking. I guess which is easy. No, joking. Hier sehen wir wieder einen Ausriss vorne von einem der Timothy Lebuneau from France. Is no, it's Felix Reinen, sorry. It's his teammate from Germany. Sein Teamanzug an. Er hat einen neuen Anzug hier in Berlin präsentiert, der heute getragen wird von Pascal Briand, den wir natürlich hier vorne gerade nicht sehen, aber im weiteren hinteren Feld mit Sicherheit. Schiedsrichter, die hier für Ordnung sorgen, da vorne. So we're listening also the whistle of the judges following the pack. Informiert sich. Der gleich wieder der beiden Führungsteams, die Damen auf der rechten Seite, Sandrine Tass, Katja Ulbrich an Stelle 2. Aber das Feld ist noch nicht geschlossen. Hier ist man sich einig, es auf einen großen Zielsprint ankommen zu lassen, während es bei den Herren hart gekämpft wird, doch irgendwo nochmal ein Ausreißverfahren zu starten. Breakaway get caught by the
guy from Austria. It's waiting for the next breakaway. Groups get smaller and smaller, just so hard with the soft wheels and the slippery corners. Even Fernandez on the right is trying to attack. In his wheel, Elton de Sousa and Casper de Gier. Elton de Sousa from France. Also Denmark is present in this peloton with Stefan de Schmid. With the Bond suit, the blue Bond suit. Gentlemen, we're coming close to the half marathon counting. We have 36 minutes already. So if we count, this will be 1 hour and 10 probably. There's another attack of the Ewan Fernandez, trying to stretch the leading pack again. Before the event, Sebastian, we talked about Severin Whitmer. He won like years ago, I think 2010. He is really active in the break. He's leading a lot, and also halfway he was the first one who gets through. So Severin Whitmer from Switzerland is also one of the favorites, and it's one of the reasons is the wet conditions. Also, when he won the Berlin Marathon, the only one which one he won was in the rain. So let's see what he can do. But he's here only for fun. He's not competing anymore. He's for fun. He didn't train a lot. He does a study. Yeah. He works a lot. So he said, I trained and I'm here with my friends. So, but he is still in the leading group. So really special. So if you compare training and technique, what is more important? I mean, if you have already the technique in skating, can you absorb a lot of training? For sure, but a lot of people can train really hard and don't have the technique, so you can win a lot with technique. So technique is also even important than your strengthness. Meine Damen und Herren, hier nochmal wunderschöne Aufnahmen von Berlin, von oben die Häuserzeilen, durch die die Skater hier unterwegs sind. Das ist das Besondere an diesem Kurs, an dieser Strecke, die hier mit durch die Stadt führt, extra für die Inlineskater gesperrt an diesem Samstag. Und es ist auch immer was, ja, nicht ganz leicht ist für die Organisatoren, für 5000 Sportlerinnen und Sportler, diese Strecke frei zu halten, die dann am nächsten Tag, am Sonntagmorgen für die 40.000 Läuferinnen und Läufer gesperrt ist. Das sind Verhältnisse, für die wir schon dankbar sein dürfen, dass das für die Skater ermöglicht. Übrigens einmalig in der Welt diese Kulisse und vor allen Dingen auch diese Zieleinfahrt durch das Brandenburger Tor. Nolan Bediaf, Bart Swings, Guyavante und Ivan Fernandez. Ja, da sehen wir vorne die Führungsgruppe und das wird wahrscheinlich auch das werden die vier sein, um die es dann geht im finalen Sprint nach dem Brandenburger Tor, wenn sich nicht mehr viel verändern wird. So I'm just talking about the leading guys. They will be the ones for the final sprint at the Brandenburger Gate. What do you think? It's a different sprint than normal because everyone is really, really tired. It's a really hard race. You see attack, 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 and the legs are sore, so it will be a different sprint than normal because of the conditions. But for sure, it's Bart Swings who is the biggest favorite. His top speed is amazing, his strengthness is amazing. It's one of the reasons he won 6 times. But what is so special? Can you describe it? I mean, why is he so efficient?
first of all, he trains really, really focused and really good. Second of all, his technique is fabulous. So this together, it makes him really unique. Mark hat es noch mal ganz kurz zusammengefasst, warum der Bart Zwing so da war er fast gestürzt, warum er so effizient unterwegs ist. Und er hat eben an der Stelle ein wirklich ganz, ganz gutes Körpergefühl, dass er sehr effizient trainiert, wirklich da genau dran geht und eben auch seinen Körper sehr gut wirklich kennt und darauf hört und gelernt hat zu hören. Und das macht ihn zu einem wahnsinnig effizienten Skater. Das ist eigentlich genau das, was wir in unserem Leben erreichen wollen, dass wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, wirklich gut umgehen. Again, Nolan Bediav, he's really focused in the first 40 minutes of the race, always in first or second or third position. Zieht ein in Berlin. Die Blätter sehen wir hier, wie sie langsam gelb werden nach einem heißen Sommer bei uns hier in Deutschland. The Colombian skater Alex Guayavanta in third. I talked with him before the race. Next year he wants to do all marathons in Europe. I mean, a little bit more than he did this year, but he wants to focus on marathons. He's world champion on the track, but he wants to switch. He wants to focus and win the Berlin Marathon, Paris Marathon, Dijon, etc. The French skater, the teammate of Nolan Bediav in front. Unterwegs. Auch hier hat sich das Feld etwas ausgedünnt. Versuche immer noch Katharina Rumpus ausfindig zu machen. Irgendwie scheint sie nicht mehr dabei zu sein oder doch vielleicht ganz hinten. Hat sie sich versteckt und ruht sich aus und erholt sich von ihrem Sturz. Sie ist in. Sie ist in. Ja, genau. Da haben wir sie entdeckt, ganz genau. Es ist ihr gelungen, wieder dabei zu sein. Es eng hier beim Schiedsrichter. Attack von Sandrin Tas. Sandrin Tas, European Champion, the Elimination. It's Elton de Sousa and Felix Reinen who try to attack in the men's field. Severin Whitmer tries to catch. That's the Swiss guy where we talked about in third with the red and black suit. Felix Reinen hat jetzt die Brille abgenommen für bessere Sicht, die er braucht, um die Orientierung hier vorne nicht zu verlieren. Und wieder eine weitere Attacke
Nolan Bedia. The world champion of Barcelona. He skates with the stripes. Yeah. Really nice. Nice skin suit. And see how he is skating stroke. Very clear foot set down. It's like really hammering down his skate to nail it down. Pressure from the start to the end. Yes, all the time. Otherwise it's just too slippery. Yes, breaking up here from Rollerblade World Team. Jetzt zeigt sich, wer hier den längeren Atem hat. So, wir blicken noch einmal in das Männerfeld hinein. Die roten Anzüge, die wir gesehen haben. Severin Widmar und André Küng, die zwei Schweizer, die sich hier hineingemogelt haben, kann man schon fast sagen, in diese Elite-Truppe. Denn Severin, wie wir vorhin schon gehört haben, ist ja gar nicht mehr so aktiv wie diese Top-Athleten, die jetzt hier auf dem Weg sind. André Küng ebenfalls einer, dem es gelingt, hier mitzuhalten bei diesem hohen Tempo und diesem rasanten Sprints. It's Nolan Bediaf again in the front. He's doing a lot this marathon. He don't want to wait for the masters. Sprint, he just wants to attack and have a small breakaway, small group. And it's Bart who is in 15th position, so he has to work now to get to the front. That looks really hard work right now there. He's nailing it down. Vergangen seit dem Start. Kleines Täuschen der Damen. Das wird zwei Minuten zurechnen. Bart Swings ist at the front group again, and Alex Goyafante has a small space between the first group and is leading the second group. So, und wir schauen auch in die in die großen Felder derjenigen, die hier unterwegs sind, verkleidet. Da sehen wir den Jochen Glasbrenner aus Stuttgart, schnellster Inlandmarathon, verkleidet als Elvis. Dazu sehen wir ihn, der hier unterwegs ist. Das ist eine schöne Anwendung. Er will nämlich den, was haben wir da? Das sind natürlich auch heiße Bilder hier am Rand des Inlandmarathons. Aber den wir gerade eben verkleidet gesehen haben, der wird hier als Doppelstarter unterwegs sein. Nämlich heute verkleidet als Elvis und morgen läuft er den Marathon in der Lederhose. Versucht damit einen Weltrekord bzw. einen Rekord für das Guinness World. Martin Ferry, who tried to attack from France. Timothy Lubino from Powerslide. Teammate of Felix Reinen and Bart Swings is catching him. Doing his work for his teammates. Mark, I'm so happy that you're here as an ex-pro skater, because you still know all these guys are skating here. When I was skating in the past, it was at the beginning of Berlin Marathon. It was around 1998, 1999. And these guys are now the new elite, at the time when you were on, right?
Hausberger Platz. Auch hier sehen wir die Masken, die unterwegs sind. Die Marathon Guides, das ist auch eine Aktion, die hier in Berlin immer wieder dabei ist. Die Zielzeit-Skater, die hier nach bestimmten Zeiten die Gruppen zum Ziel hinführen. Aber jetzt richten wir natürlich wieder den Blick auf die Elite, die nach wie vor es nicht leicht macht, dabei zu sein. Felix Rein hier teilt sich die Kraft ein. Felix ist in second place, right behind Nolan Bediaf. Johan Fernandes auf Platz 3. Johan on place 3. So Nolan Bediaf crashed in the beginning of the race. And the rest of the race he's just leading the pack. Yeah. He's a mental strong guy. Who still is not in a leading group? It's the Colombian one, Alex Guevante. Also we see there he is. A few meters behind the first group. You will catch it again. With Casper de Gier, the Dutch skater. And again, Nolan Bediaf. Genau in das Gesicht von Felix Reinen hinein. Der ist schon ausgemergelt, aber er beißt noch mal die Zähne zusammen und zieht an hier auf den regennassen Fahrbahn in Berlin. Die Blätter fliegen umher. Der Herbst ist da. Das sind unter anderem typische Bilder für den BMW Berlin Marathon Inlineskater. Als die Garantie für Sonnenschein. Auf der rechten Seite die Damen haben ihren Rhythmus gefunden. Schon einen ganzen Marathon lang laufen sie hier aufgereiht wie an einer Perlenschnur im Ziel. Sebastian, I'm waiting on a Bart Swing show. I think he's trying to attack soon. Normally, he finish alone. So we will see what he is hacking out there in the pack. If he's just watching. So. Look at the girls here, the Dirndl, the ladies. I know them from Denmark. Oh my gosh, and the Lederhosen guy. He is gay. He's amazing. They're also, check this out. They have the right mood to skate along the Berlin Marathon. Welcome, Rikke. Attack from Felix Reinen. Straßen sind nass, die sind rutschig. Das ist ein leichtes Unterfangen, meine Damen und Herren, hier in Berlin. So, Severin Wittmer is gone, I guess, huh? No red suit anymore. Even Adrian Küng is out. Nolan Bediaf, he is nailing down again. And Bart Swings is going into the second place to follow. One of the best skaters of France, Elton de Sousa, is he still in the pack? Did you see somewhere the MX team? What's the average speed? What do you think? The average speed they have. It's a pretty fast race, also with these conditions. So it would be a little bit over 38. Okay.
unverändert die Führung hier bei Kilometer 33 sind wir. Das ist der Hohenzollern, da, meine Damen und Herren. Die Kilometeranzeige 40 km/h sind es, die Sportler drauf haben bei Kilometer 33. 40 km an hour, that's the top speed they're gonna have right now. In the rain. Nolan Bediaf leading, Bud Swings in second, third, Alex Guevante, fourth, Felix Reiner, Germany. Looks really like a fight in the road right now, I would say. I mean, having these conditions, you really have to be aware to not crash. You need focus every second. That makes it also hard. Yeah. So maybe we're gonna look to a sprint. What do you think? Well, of course, they're gonna have a sprint if you don't drop the pack. Of course, but I mean, between which skaters, the captain from Rollerblades, even Fernandez, the Colombian one, Guevante, and Bart Swings, that are the fastest skaters, I think, in this pack. That will be a close thing, I'm sure. If there Martin Ferry from France on the left. Blendung vom wilden Eber, meine Damen und Herren, der klassischen Ecke, auch beim Laufmarathon mit viel Fans und Publikum. The orange helmet of Casper de Gier from the Netherlands. For sure one of the best marathon skaters from Holland, behind Gary Heckman. Leading Timothy Libuneau. Leading now Martin Ferry. Ja, das zeigt hier den Sport die ganze Zeit. Immer wieder Attacken nach vorne. Richtige Sprints werden reingehauen bis zum, wie sagen, Kotzen. Ja, also da geht es wirklich bis ans Eingemachte. Und dann wird wieder kurz runtergenommen. Fahrt raus, kurze Erholungsphase und dann wieder. Also das Rennen ist die ganze Zeit ein vor, zurück und das macht es so hart, diesen ganzen Ablauf. Hier auf der rechten Seite sehen wir wieder die Führungsgruppe. Ganz vorne auf der rechten Seite Katrin Rumpus hat es wieder nach vorne geschafft. Sie hat sich berappelt nach ihrem Sturz und den Anschluss in die Führungsgruppe gefunden. Vorjahressiegerin vom BMW Berlin Marathon Inline Skating hat natürlich auch eines im Sinn, ihren Sieg zu wiederholen. Ich hatte anfangs erwähnt, sie ist mittlerweile im Referendariat, arbeitet Vollzeit und von daher hat sie wenig Zeit für das Training, ist auch wirklich ganz kurzfristig angereist hier in Berlin, weil sie natürlich gesagt hat, da muss ich in jedem Fall wieder dabei sein. As I just said, Katrin Rumpus on the very right side right now. She is full-time working already and still training hard to participate, to continue her career here in Berlin. She's really trying to get her second victory in the row. We
really looking forward to the final stretch. Butt swings from the side. Nolan Bediaf again trying to attack together with Felix Reinen. Wonderful perspective, great pictures, great view from the top. Seeing how they go around the curve. Pidondo in the back, Pidondo from Spain. How can this guy be so strong? He's leading like 50% of the race. Yeah, it's incredible. Including Chris. Yes, it's amazing. Very, very efficient skating, what we're gonna see here. That would be. So there is a little breakaway. Trying to really get away. The rollerblade team is catching up. Sehr schön zu sehen von hier oben. Die wollen sie natürlich nicht ziehen lassen und führen wieder heran an die Ausrüstung. Mit wenigen Meter, die dazwischen sind. Couple meters between the leading pack. Now we're getting closer into Mitte. And to the Potsdamer Platz. Sehr schöne Aufnahme jetzt hier von oben. Eine tolle Perspektive, die wir hier bekommen vom BMW Berlin Marathon Inline Skating 2019. As we see, that's the Potsdam place right now, and we're going to see them shortly going around. Strausberger Platz. Sieht es so aus, dass dort das ist das Ende vom Marathon. Ganz genau von der Rollnacht aus Düsseldorf kommen, die jedes Jahr zu uns nach Berlin, um hinten am Ende des Marathons für gute Stimmung zu sorgen, um diejenigen, denen es nicht mehr gut geht, ein bisschen unter die Arme zu greifen, sodass sie motiviert sind, weiter nach vorne zu skaten, um sich nicht einsammeln zu lassen vom Besenwagen und der Besenbus hier in Berlin. Also, Motivationsskater von der Rollnacht aus Düsseldorf waren hier eben am Strausbergplatz zu sehen. Sebastian, in 8 minutes we know who is the new winner of the Berlin Marathon 2019. How do you know? Because halfway it was 36 minutes, so it will be 1:11, 1:12, 1 hour and 12 minutes that they finish. Mark, you're always on the clock. That's great. Nolan Bediaf again. Ooh. Almost crashed on the white line. It's always slippery. Yeah, we will be excited about the final stretch. Now we come to the downtown center of Berlin. Guiafante in the back. Skater from Colombia. Leipziger Straße. We're approaching right now. Very historical area, downtown Berlin. We're gonna sprint with 12 skaters. Wow. In the world from the top, the Arctis is still there. I'm getting nervous now. We are coming closer to the finish. Yeah, me too, me too. Great perspective here. Would it be again Bart Swings? Six in a row, then it will be seven. It will be. I'm crossing fingers, but I'm not sure actually. Erwin Fernandez could be the one.
He is pretty strong, I'm sure. He is an animal. Da sehen wir wieder den verkleideten Jochen Glasbrenner, der sich hier als Elvis verkleidet in der Gruppe aufhält. Ah, Jochen Glasbrenner, he's going to skate two times. He's starting two times. Skating today, running tomorrow. Tiefe Pfützen, very deep water here in the main road. Der Perspektive. Jetzt geht's langsam hinein in die Kurstraße. Weiter zur französischen Straße, bevor es dann hineingeht auf die Zielgerade der Straße des 17. Juni. Hier auf Platz 2, Uhr zeigt 10 vor 5. Jetzt geht es hier gleich vorbei am Gendarmenmarkt. Oh, wow, 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 rutschige Partie. Das wird, da merke ich schon die Gänsehaut, die sich breit macht. Hier fühlt man mit. So you're feeling really the goosebumps coming up when you see these pictures. All the athletes looking forward to the final stretch, to the Brandenburger Gate, to the last few K. And to be prepared for the sprint. It's the power slide leader himself, Bart Swings, leading. And controlling, actually, the field. So, this will be very, very exciting. There are many, many men with big expectations in their face for the final sprint. That's for sure. Bart Swings just came back from 3 weeks training camp in Salt Lake City. Yeah. Ice training. Just came back to win. Am Wilden Eber sehen wir den Rückwärtsskater aus dem Estland, Tonis Palme. Ob es ihm heute gelingt, den Rekord zu brechen, als schnellster Mann rückwärts durch Berlin zu skaten. So now we're gonna see. This is the final corner to the... Who will be? There's somebody escaping here at the main. And we're gonna see Bart is controlling the pack, but he will take on. It's Jimmy Jouette. Jimmy Jouette. I'm almost sure it's Jimmy Jouette from France. But he is exhausted, I guess. The Spanish team. And there you see, Bart is still controlling. Watching, keeping the distance. There's the adding off gate. And now we're gonna see the Brandenburger Gate, the final stretch. Marek, this is the moment where you really have this excitement. Who is jumping out of the gate as the first? Cobblestone's really slippery. The speed is going off. Then it's the last here. Few hundred meters to the finish line. Bart Swings controlling. And Nora Bediav is trying with Felix Reiner in his back. Felix Reiner is third position. On the right side, Bart Swings. Nolan Bediav tries to catch him. On the right side, Nolan, left Bart, and Felix is... And Felix even is getting in the middle.
It's Nolan, it's Felix. It's Felix Reinen. Felix Reinen from Germany. Felix Reinen for sure. Is he gonna make it? For the first time, he win it. That's him! Felix. Congratulations, Felix Reinen. He did it! He really deserved it. Oh my gosh. Felix Reinen gewinnt den BMW Berlin Marathon Inline Skating 2019, meine Damen und Herren. Ich bin es überschüttet mit Regen, mit mit Felix Reinen hat seinen ersten Sieg beim BMW Berlin Marathon. Unglaublich, erster World Cup. Und er hat so viel investiert in dieses Rennen und auf den letzten Metern, trotz aller Riesensprinter, gibt er alles und schafft es und entscheidet dieses Rennen für sich. Felix Reinen. Und da sehen wir ihn, wie er mit seinen Armen in die Luft streckt. Wie ein Adler fliegt er durch das Tor, durch das Siegestor. Schaut euch diese Erlösung an. Diesen Blick. Felix, eine Wahnsinnsaufnahme, die dir hier geboten wird. Ein Moment, wo wir auch hier im Ü-Wagen sitzen und es kaum begreifen können, dass du es geschafft hast. Second, Nolan Bedia from France, and third, it will be or Elton de Sousa or even Fernandez, both from France. Wir warten natürlich noch auf Informationen, wer Zweiter und Dritter geworden ist, werden dann auch die Athleten bei der Kurzsiegerehrung begrüßen können, freuen uns aber. Auf der rechten Seite Scott Arlitsch, der Teammanager, hat den gleichen Empfang genommen. Auch einer, der natürlich diesen Moment mitgespürt und mitgefiebert hat. Seine Teamkollegen kommen eben zu gratulieren. Bart an seiner Seite. Die haben wirklich hart gekämpft für diesen tollen Sieg. Frankreich fährt auf Rollerblades auf Platz 3. Also, das sind die ersten drei. It's even Fernandez on the third place. Da sehen wir noch einmal die Posierung mit dem glücklichen Sieger des BMW Berlin Marathons Inline Skating 2019, Felix Reinen. Im Sonnenschein. Das ist auch ein Geschenk, das er hier im Ziel bekommt. Ja, bei den Damen, meine Damen und Herren. It's Bianca Rosenbaum leading in front of the Colombian skater. Und die sind jetzt gerade in der Recovery-Phase, würde ich sagen. So, they're really trying to recover before they go to the final stretch. Ist das für die Damen, die in Richtung Ziel unterwegs sind? Da wird sie nochmal nach dem Potsdamer Platz hier auf der Leipziger Straße richtig ausgeruht, wenn wir uns an die Bilder erinnern, die wir zuvor gesehen haben von den Männern. Da ist das hier bei den Damen eine Kaffeefahrt, könnte man fast sagen. Ich möchte es jetzt nicht herunterbrechen, doch die lassen sich da gerade wirklich. Das ist immer sehr typisch für das Damenfeld, dass da ein bisschen gebummelt wird und geschaut, ja, lass uns mal ein bisschen Kraft einsparen, bevor es dann wirklich hier nochmal zu dem finalen Sprint kommt. So, we're gonna see here the Leipziger Street approaching downtown Berlin. The women take it gentle. Looks like a, we call it Cappuccino Gruppe. In fifth position, a skater from Taiwan. That's also a country where the sport is growing, right? Taiwan and even China. Having more and more skaters coming up. Nice perspective from above. Having the women chain actually. No one wants to take the lead right now. They all try to recover before the sprint. They do, huh? Yeah. Why do
need the women so long to recover compared to men? For them, it's an even longer marathon, I mean, in time. And it's wet, so it's even harder. Softer wheels makes it even harder. So you need some recovering during the marathon. But it's like, you know, there's nothing really happened. So what do you think? If we face the final stretch after the Brandenburger Gate, who is going to make it today? At the women? For the women. who's going to win? Oh, the favorite for sure, Sandrine Tass is one of them. The girl who crashed, Germany, Katharina Rumpus. And also the girl from Taiwan was on the podium on the points race at Worlds. So she has some endurance. She can make it. And the leader of the World Inline Cup, the Colombian girl, Aura Herrera, for sure one of the favorites. Thank you, Mark, for this. And don't forget Bianca Rosenbaum from our country. Yeah, she's also. It would be nice if we have a Dutchie on the podium. Yeah. Sabine Berg hier, die Hände auf den Knien, ruht sich aus. Was für Bilder. Die Nässe fliegt in die Luft. Hier geht's hinein jetzt in die Stadt. Ruhrstraße. Die Zeit ist egal bei den Damen. Hier geht's nur um die Platzierung. Das ist das Ding. Bei dem Regen ist eh alles vergessen. Top-Zeiten zu laufen. Und da macht es bei denen gerade gar nichts aus, ein bisschen. Es läuft. It looks like they're really enjoying the time here in Berlin. Look how they have a sightseeing tour, the ladies. It's like waiting for the final. No one wants to take the lead. So, sun is out there. Sabine Berg leading, third on the world in Barcelona on the marathon. In the field sprint, so also makes a big chance. So, Sabine Berg. To get ready. She's very experienced already. She knows Berlin, the course, quite well. She knows exactly where to start the sprint. It looks nervous. Everyone tries to get a position. Power slide in the back, communicating. Power slide is switching. Going to the front. Yeah, they're going now to chain up. They're taking up the speed now. The very left to be inside the curve. The girl from Taiwan in the front on the left side. Oh, big fights. You're seeing the ladies hugging each other. Look at the fight for the ladies. There's always. So, power slide is teaming up. The chain is on the go. Rooftops here in Berlin. But now let's face the final. Look at the ladies. They're trying to
bring them to the position. Left turn now. Eingebogen sind sie unter den Linden. Immer noch das Feld kontrollierend. Sandrintas. Hören wir, die hier jetzt den Zug anziehen. Chloe Giuffro. Leading. So, let's face the Brandenburger Gate here. Perfect view. The sun is really coming in. What a moment. Last 200 meters. So, how are you? It's still Chloe leading. Behind Sandrine and Kati. Katharina Rumpu is from Germany in third. The girl from Taiwan on the left. Speed up. She gets really close to the win. It's Sandrine. Sandrine Tas from Belgium leading. It's Sandrine. Sandrine still leading. Sandrine will take the win, for sure. First Sandrine Tas, second Katharina Rumpus, and third, not sure, but I think the girl from Taiwan. That was an amazing final. Did you see? Sandrine Tas took it. She is the winner of 2019, and Katharina Rumpus did it. Second, after the crash, an amazing thing. I mean, that is a celebration even between Katrin Rumpus and Felix Reine, huh? Can you imagine being a couple almost win? What happened when she didn't crash? Yeah. Amazing. Was für ein... The teammates Sandrine Tas and Katrin Rumpus did a really great job. Meine Damen und Herren, hier nochmal der Zieleinlauf. Die Arme werden hochgestreckt, genau wie ihr Mann. Reißt sie die Arme in die Höhe und fliegt hinein in das sonnige Ziel hier bei uns beim BMW Berlin Marathon Inline Skating 2019. Also ganz ehrlich, meine Damen und Herren, auch wir hier beide, der Marc und ich im Ü-Wagen, hier ist alles dunkel, viele Bildschirme. Aber diese Bilder also mit der Sonne, die da von draußen reinscheint, da flammt das Herz auf, da schlägt das Skaterherz. Und was gibt es für einen schöneren Moment für all diejenigen, die jetzt da draußen unterwegs sind, auf dem Weg in Richtung Brandenburger Tor. Marc, huh? You like it? For sure, it was a really nice race. And we're conditions still were hard, but something special than the years before. Felix Reinen as a winner. After six time Bart Swings, it's Felix Reinen now. And I think after his hard work this year, he really deserved the win. Yeah. It was a very tough start at the beginning with the rain, the hail. It was like, whoa. Impressive was Nolan Bedia from France, yeah, leading most time of the race, including crash. He finished second. So we have wonderful pictures here from the helicopter of the middle of Berlin, the final stretch from the Brandenburger Gate to the finish line. We cross fingers for tomorrow to have also this incredible view and weather for the running marathon. So we're going to have 40,000 people running here in Berlin. Quadriga. Yeah, famous spot. Hier wieder Bilder von den nächsten Finishern, die hier
sich aufmachen auf den Zielsprint. Das ist das Erdinger Tor, kurz vor dem Brandenburger Tor. Noch ein Sturz. Oh. Einmal Blick Richtung Ziel. Hier ist er. Einer von den Speedskatern aus Düsseldorf, der hier gestürzt ist. Der Nico, kenne ich auch persönlich. Er hat sich so viel vorgenommen und sich darauf vorbereitet, um in Berlin hier dabei zu sein. Aber kurz gekreiselt, ausgerutscht und weiter geht's auf diese schönste Zielgerade der Welt, meine Damen und Herren, die jetzt erleuchtet ist von der Abendsonne. Das sind doch die Bilder. Felix Reinen genießt hier noch einmal das Bad in der Menge. Mit dieser Musik im Hintergrund winkt er seinen Fans zu und genießt das Bad in der Menge. Das sind Momente, das sind Bilder. Die wird er nie vergessen. Die sind prägend für sein ganzes Leben. So these pictures here, seeing Felix Reinen, the winner of the 2019 here in Berlin. He is clapping the hands to his fans, friends along the way. Ganz persönlich darf ich sagen, ich kenne diesen Mann und begleite ihn von seinen jungen Jahren, als er noch mit seinen rot gefärbten Haaren bei uns im Rogers Team, das war 2000, mit dabei war und sich durchgekämpft hat zu diesem heutigen Tag hier in Berlin. Ganz ehrlich, da schießen selbst gut. Das hier sehen. Wahnsinn. Amazing. Really happy for Felix. Noch einmal hier in Zeitlupe diesen brillanten Sprint in Richtung Ziel. Wie eine Rettung. Er arbeitet sich hier nach vorne mit einem wahnsinnigen Fokus. Was für ein Bild. Amazing. Wahnsinn. Da sehen wir noch mal die Siegerin Sandrintas. The winner Sandrintas is also celebrating to the second place winner Katharina Rumpus. They were so surprised to did it. So, hier sehen wir nochmal die Top 3 von Rintas, 1 Stunde 25, Katharina Rumpus und Yizhuan Lui aus Taiwan. So, Mark, herzlichen Dank. Thank you so much to do this together here. You're welcome. Thank you, Sebastian. We're going to have a short break, 10 minutes, and we're going to go back for the prize ceremony. See you soon. See you soon. Thank you. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Drei Freunde müsst ihr sein. As friends together, welcome at the finish line, ihr Lieben. Ja, und da sind wir, meine Damen und Herren, bei der Siegerehrung des BMW Berlin Marathons 2019. Wir sehen hier zunächst die Vorbereitung für die Siegerehrung des Kids Marathons. Über 10.000 Kinder waren heute dabei hier in Berlin, als es hieß, auf diesen Mini-Marathon zu gehen. Und diese Siegerehrung werden wir hier in Kürze mitverfolgen. Mittlerweile ist die Sonne wieder richtig zurückgekehrt. Ein blauer Himmel zeigt sich hier über der Zielankunft. Und im Hintergrund hören wir die vielen Freudenschreie derjenigen, die diesen Marathon hinter sich gebracht haben. Blicken wir zurück zu den Bildern mit dem Regen, den tiefen Wasserpfützen, die wir gesehen haben auf den Straßen hier in Berlin. Und jetzt diese Ankunft im Sonnenschein. Was gibt es Schöneres, als diese Veranstaltung so zu beginnen? So we're going to have the prize ceremony for the Kids Marathon coming up shortly. With more than 10,000 kids participated this year at BMW Berlin Marathon. So this will be in front of or ahead of the official prize ceremony of the night. Die Entscheidungen sind gefallen, sowohl beim Mini-Marathon als auch bei den Skaterinnen und Skatern. Wir kommen zur Siegerehrung der schnellsten Athletin. The official prize ceremony is going to start. The raindrops still. Und wir gehen mit der schnellsten Dame über die 4,2195 Kilometer, die schnellste Schülerin über die 10. Marathon-Distanz. Sie kommt von der Sportschule Potsdam. 15 Minuten und 6 Sekunden ihre Zielzeit. Gratulation an Lien Dietze. Lien Dietze von der Schule Potsdam hier auf dem dritten Platz, auf dem ersten Platz, Entschuldigung. Kommt die Blumen und die Pokal im Bereich von Timon Wormuth, Schulsportbeauftragter der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Gratulation an die schnellste Dame am Mini-Marathon, Lien Dietze. Wir kommen zum schnellsten Schüler. 13 Minuten und 30 Sekunden von der Sportschule im Olympiapark der Pöschow-Schule. Gratulation an Max Schäfers. Max Schäfers, Fastes. Ihr bekommt die Glückwünsche im Bereich von der Landwirt Stoskowski, Präsident des ausgerechneten Vereins SSC. Congratulations. Skaterinnen und Skater beginnen, heißt es einmal Dankeschön zu sagen an die SSC Events GmbH für ihre Schulsportprojekte. Die Geschäftsführer von SSC Events, Herr Jürgen Lott, wird die Dankesplakette entgegennehmen vom Präsidenten des Landessportbundes Berlin, Herrn Thomas Hertel, sowie von der Deutschen Schulsportstiftung, Friederike Sowislo. Hier nehmen wir nochmal die Bilder vom Schülermarathon. Es hat auch hier so richtig geschüttet. Hervorragende aus allen Leistungen. Ja. Für die Ausrichtung aus, des Mini-Marathons. Sind schon viele Fußballprojekte im Laufe des Jahres. Dankeschön von Thomas Hertel und Friederike sowieso an den Präsidenten Andreas Schoskowski
und Jürgen Lock, dem Geschäftsführer von SCC Liberec. Über 5000 Skaterinnen und Skater sind heute um 15.36 Uhr auf die Strecke geschickt worden und wir wurden nun die drei schnellsten Damen im. Noch einmal die Bilder hier von der Landeshauptstadt Berlin, Alexanderplatz. Bevor wir einschalten zur Siegerehrung, der Damen. Now we start with the inline ceremony, the ladies. Li Shai Hu. From Taiwan in the third position. She made it the power slide, ladies, pretty hard on the finish line. The last 200 meters, she tried, but came too short. Zweite Platz, silver medal. Same time, 1 hour 25 minutes 49 seconds. Congratulations! Yeah, there she comes. Skater from Powersland, Katharina Rumpus. From Germany, Katharina Rumpus. Seht das Lachen, die Freude, die ihr in die Augen geschrieben steht. Im letzten Jahr gewann sie den Berlin-Marathon und sie hat auch schon einige vorher mit dem fünften Platz absolviert, 2010, 2016 und diesem Jahr. Steht sie auf Platz 2. Herzlichen Glückwunsch, Katharina Rumpus. Congratulations to Katharina Rumpus, second place this year here in Berlin. Good luck to you. Wow. Touch. Und die Siegerin, der 46. BMW Berlin Marathon. The winner from Belgium. Aus Congratulations. Gefeliciteerd. Congratulations, Sandrine Tass. Second time that she won the Berlin Marathon. The first time was in 2015. Last year she was second behind Katharina Rumpus. This year they switched position. It's Katharina Rumpus on second. First, it's Sandrine Tass from Belgium. Überreicht wird hier die Medaille von Petr Stastny. Von Iguana Deutschland und verantwortlich das World und German Inland Cups. Congratulations, Sandrine Tass, winner 2019 Jetzt Berlin Marathon. Wir werden nun die Nationalhymne ihres Landes hören. Ladies and gentlemen, please stand for the National Anthem of Belgium. Let's have a last look here to the finishers and the victors of the BMW Berlin Marathon Inline Skating 2019. Sandrine Tass. Oh, I guess there's some beer coming. As always from Erdinger, the biggest glass. Hier in Berlin ist es natürlich gute alte
It's an old tradition here at the marathon. We have this mega glass. Doesn't it look it cute? These ladies with this big glass. Real beer drinkers. You have to celebrate your victory. You have to. Come on, swallow it down. The whole mug. You can do it. She is not believing it that she got second, Catherine Ruffles. She's so happy. Look at the smile. She's so hoo-hoo-hoo. Happy faces. Here. Dankeschön an die erfolgreichen Skaterinnen des heutigen Tages. Wir wechseln das Geschlecht und kommen nun zur Ehrung der schnellsten Inlineskater bei den Herren. Gab es ein Fotofinish. Now we get a ceremony of the men category. 30 Sekunden, 1 hour, 10 minutes and 30 seconds for all of the three finishers. Third Platz. They finish in a time of 1 hour, 10 minutes and 30 seconds. Castellón Spain Roller Marathon. Congratulations to Elton de Sousa. Third place, Elton de Sousa from France. Really, really nice finish from Elton. Always skating, all races during the season, always on the podium, always active, skating for a Spanish team, Castellón. His first podium in the Berlin Marathon. Zweiter Platz, silver medal, 1 hour, 10 minutes, 30 seconds. Congratulations to the skater from the EOS Gates World Team. Congratulations to Nolan Bediaf. And he is the world champion in marathon 2017 and 19. And he was third in Berlin last year. And now second place to him. He was fighting really hard during the entire race. Always leading and taking a high speed. 1 hour, 10 minutes and 30 seconds in the rain. It's pretty fast. Marathon 2019. Er kommt aus Deutschland. Genauer gesagt aus Darmstadt. Und den Sieger, the finisher of BMW Marathon Inline Skating 2019. He comes from Germany, Darmstadt. And we congratulate Felix Reinen. I have goosebumps all over my body because I know this guy from the very beginning and I see in his face, in his smile, this is the crown he got now here in Berlin. This is much more worth than the world title at the World Championships. This is really the way you want to go. And now he is on the peak of his life, as you can see. Check out this happy face. And he really gets the crown here in Berlin. Mr. Stasny, he's so proud for him that he made it this year. Check this out! Oh my gosh! He is a happy man! Now you can go into the garden and do nothing. You're done. You have done everything. Victory.
this man, he did it. What a day. Was für ein Tag für Felix Rein vom Powerslide International Team. Sieger BMW Marathon Inline Skating 2019. He did it. Gratulation an Felix Reinen. Ja, meine Damen und Herren, das ist Party heute Abend, ganz, ganz sicher. Wer da nicht dabei ist, der hat was verpasst. Das kann ich jetzt schon sagen. So, we're gonna have a big celebration tonight. Season's end party in Cosmos, the big place here in Berlin, where all inline skaters come together. It's a big get-together tonight. I'm sure he will have a great party with his team and his wife, Katharina Hunkers. Not wife, girlfriend. Hey, not married yet. Hey, Felix, take it all. It's all on you. Cheers. Cheers, man. Huh, Mark? Isn't that a great feeling? We should go back on skating next year. Ah. The mustache. The white mustache. Good job, dude. Nice. Oh, my. Yeah. Ladies and gentlemen, that was the prize ceremony, the official quiz prize ceremony here at the Berlin Marathon 2019. And we would like to thank you all for joining us today at the live chat here, live broadcast from Berlin. Thank you also, Mark, for coming and joining, because normally you skate, and this time you spend all your time here giving all your knowledge and your skills to the audience. It was my first experience, and it was a nice one to sit next to you, Sebastian. Thank you a lot. Thank you, Mark, and thank you guys out there in the world. Take care. Take something home of the spirit we just shared here with you guys. Take care. See you next year. Bye.